Ja, herzlich willkommen und hallo zur Sonderausgabe vom Pingpong Parkinson Deutschland Magazin, die WM-Sonderausgabe ist. Und ihr seht uns heute mal von hinten, weil auch ein schöner Rücken kann entzücken. Ja, aber ich glaube, wir drehen es besser um, oder? Ja. Okay, andersrum. Dann doch so rum. Juhu, anwesend. Tada! Guten Tag. Doch die Schokoladenseite. Doch die Schokoladenseite. Ja, herzlich willkommen zur Sonderausgabe vom Pingpong Parkinson Magazin. Anlässlich der WM, die jetzt erst war, und die Bilder sind noch relativ frisch und warm. Ja, heute, wie gesagt, die reine Sonderausgabe zur Weltmeisterschaft in Slowenien. Wir waren ja beide nicht dabei. Wir haben aber viel Material gekriegt und wir hatten ja unsere Kolleginnen und Kollegen, Aushilfsredakteure vor Ort, und das war auch gut so. Und wir haben Interviews gekriegt, wir haben Spielszenen gekriegt, wir haben ein bisschen was Bilder von den Leuten, wir haben von der Abschlussfeier was dabei, also von der Players Party, nicht Abschlussfeier, Players Party. Und es ist ein bunter Mischmasch, und ja, wir wissen, wie schwer es ist, zu filmen und zu spielen, und von daher. Ein Danke an Anke, an Gunnar, an Lars zurück. Und alle anderen, und alle anderen, die damit gewirkt haben, beziehungsweise geholfen haben, unterstützt haben, ja. Das Ganze zu machen. Wirklich ganz klasse, vielen, vielen Dank. Für uns macht es ein bisschen schwierig, haben wir festgestellt, wenn wir nicht dabei waren, diese Szene dann rauszufiltern, was passt jetzt, was gehört wohin. Aber ich denke, das werden wir auch dieses Mal irgendwie hingekriegt haben. Und ja, es wird heute noch ein bisschen weihnachtlich werden, dazu aber später mehr. Ich sage nur eins auch. Und pass genau auf bei den Face-to-Face-Interviews, die der Gunnar und die Anke führen, was die Leute da so sagen. Denn es gibt nach dem Beitrag noch ein Gewinnspiel, ne? Mhm. Wo man was gewinnen kann, was ja. Bei einem Gewinnspiel Sinn macht, dass man was gewinnen kann. Was weihnachtlich ist. Was weihnachtlich ist, kann man gewinnen. Und was genau und was ihr tun müsst, dafür seht ihr aber erst nach dem Beitrag. Und jetzt, wie gesagt, aufgemerkt und viel Spaß mit dem Bericht aus Slowenien. Genau. Lasko. Lasko. Passt. Ja. Schön, gut. Viel Spaß euch. Bis gleich. Denn was war los? Das Ziel ist klar. Lasko ruft, wir sind fast da. Harry lacht, Franco singt. Claudia tanzt, das gibt uns den Beat. Anita verteilt, Max Jürgen ist bereit. Uli sagt, das wird ne geile Zeit. Team Germany, ab auf Tour. Mit Melanie und Frieda in die Farbe vor. 19 Stunden, doch die Zeit vergeht. Denn Stimmung herrscht, solange der Bus nicht steht. Und hey, Hilmar hat Geburtstag bald. Mit 66 fängt das Leben an. Wolfgang chillt, die Stimmung steigt. Melanie lenkt, während Fiedern uns zeigt, wie man feiert. Auf großer Fahrt, Team Germany, das ist echt smart. Hilmar kriegt den Kuchen, alle stimmen ein. Happy Birthday, das muss doch sein. Team Germany, ab auf Tour. Mit Melanie und Frieda in die Farbe vor. 19 Stunden, doch die Zeit vergeht. Denn Stimmung herrscht, solange der Bus nicht steht. Und hey, Hilmar hat Geburtstag bald. Holger, wo ist eigentlich der Trainer, der immer mit Nordrhein mit der Klemmschiene wäre, der normal. Wolfgang chillt, die Stimmung steigt. Melanie lenkt, während Frieda uns zeigt, wie man feiert. Auf großer Fahrt, Team Germany, das ist echt smart. Hilmar kriegt einen Kuchen, alle stimmen ein. Happy Birthday, das muss doch sein. Team Germany, ab auf Tour. Mit Melanie und Frieda in die Farbe vor. Oh,
Germany, ab auf Tour. Mit Melanie und Fiedern, die Fahrer pur. 19 Stunden, doch die Zeit vergeht, denn Stimmung herrscht, solange der Bus nicht steht. 3 Uhr? Wie spät ist es? Spät. Sehr ja. Spät. Sehr spät. Ja, wie spät? 3 Uhr oder sowas. Ja. Und hey, Hilma hat Geburtstag bald. Mit 66 fängt das Leben an. Like a Wagner and Nikica Vukelja. Please stand. I don't know where you are you sitting. Nikica and Shulake. Oh, here they are. On the left up there. They came to help us. And also we created new events. People who don't want to compete, they will be trained and they will transfer the knowledge that they have for us. So, instead of singing now, also, I don't know if you know, the last 2 Nobel Prize winners in the last week were 2 people who used artificial intelligence. So it's up to us to cure this diagnosis. Because, as I said, in the last championship, cured by 2027. We have technology is here, and we should be turning no stone, leaving no stone unturned. And on that note, I think we have to thank Slovenia. So just turn it on. Just a moment. Just turn it on. We all hang our way with arrows in hand. From Brazil to Japan, across oceans wide, we stand together, side by side. Spain, Hungary, Poland, Austria, too. Belgium, France, the red, white, and blue. We never respond. The global team is the famous heart. We live our dream. Love you so, for making us feel right at home.
Hallo, Rike. Hallo, Gunnar. Worüber hast du heute schon gelacht? Über meine Schusseligkeit. Butter unter das Nutella oder nicht? Nee, Kaffee verschüttet. Nee, Butter unter das Nutella? Oder ja, auf jeden Fall. Ohne Nutella geht's nicht. Dumm und sexy oder schlau und hässlich? Dumm und sexy. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Jetzt. Kein Spiel mehr gewinnen? Dafür bei allen beliebt oder jedes Spiel gewinnen und keine Freunde? Dann lieber verlieren und Freunde haben. Welches Tier bist du? Stier. Nee, Steinbock. Vervollständige den Satz. Wenn ich du wäre? Wenn ich du wäre? Wenn ich du wäre, fällt mir nichts ein. Wenn du ein Tee wärst, nach was würdest du schmecken? Traumhaft. Hast du einen Spitznamen? Ja, Ulle Mulle Schrulle. Okay, Ulle Mulle Schrulle. Zeig uns mal dein Gesicht, wenn du hier alles gewinnst ab jetzt. Wenn ich alles gewinne, ja. Dann weine ich. Dann weinst du? Ja, vor Freude. Dann zeig mal. Nee, das kann ich jetzt nicht. Okay, Dankeschön. Noch näher? Okay. Hallo Nadine. Hallo Gunnar. Worüber hast du heute schon gelacht? Gelacht? Ich glaube über dich. Butter unter das Nutella oder nicht? Auf jeden Fall Butter. Dumm und sexy oder schlau und hässlich? Dumm und sexy. Hast du mal gelogen? Heute? Kein Spiel mehr gewinnen und dafür bei allen beliebt oder jedes Spiel gewinnen und keine Freunde? Ich will Freunde. Welches Tier würdest du sein? Ein Hase. Vervollständigen Satz. Wenn ich du wäre? Dann wäre ich lieber ich. Wenn du ein Tee wärst, nach was würdest du schmecken? Süß und mit ein bisschen Ingwer scharf im Abgang. Okay. Hast du einen Spitznamen? Nicht, dass ich wüsste. Gut, Nadine. Dann zeig uns dein Gesicht, wenn du hier eine Medaille gewinnst. Reicht schon. Dankeschön. Hallo Sandra. Hallo Gunnar. Worüber hast du heute schon gelacht? Über Anke. Butter unter das Nutella oder nicht? Auf jeden Fall. Dumm und sexy oder schlau und hässlich? Kein Kommentar. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Gerade. Kein Spiel mehr gewinnen und dafür bei allen beliebt? Oder jedes Spiel gewinnen und keine Freunde? Kannst du nochmal bitte? Ich hab's akustisch nicht. Kein Spiel mehr gewinnen und bei allen beliebt? Oder jedes Spiel gewinnen und keine Freunde? Kein Spiel mehr gewinnen. Welches Tier wärst du? Ein Affe.
Vervollständigen Satz. Wenn ich du wäre? Ich stärker. Wenn du ein Tee wärst, nach was würdest du schmecken? Mediterrane Orange. Hast du einen Spitznamen? Puh, ja, nicht mehr. Nicht mehr. Verrätst du uns? Potter. Potter. Okay, Potter. Zeig uns dein Gesicht, wenn du ab jetzt alle Spiele hier gewinnst. Oh. Dankeschön. Danke dir. Deinen Namen? Hi, so I'm Katja from Malta. Hallo, ich bin Kati, ich komme aus Malta und ich bin die Trainerin der Gruppe, die hier aus Malta um die Meisterschaft mitspielt. Wir sind ein kleines Team von Spielern, aber es wächst jedes Jahr weiter und wir sind wirklich froh, dass wir hier sein dürfen. Die Organisation ist super und es ist hier wirklich toll. Du bist mir letztes Jahr schon bei meiner ersten Weltmeisterschaft in Wels in Österreich aufgefallen als Coach. Du engagierst dich mit Leidenschaft fürs Coaching. Erzähl mir doch mal mehr darüber, wie es denn dazu kam. Ja, wie kam es denn dazu? Mein Onkel ist vor 3 Jahren an Parkinson erkrankt und dadurch bin ich in einen Kreis von Parkinson erkrankten Menschen gekommen, die eine Tanztherapie gemacht haben. Die haben getanzt gegen das Parkinson. Und wir haben dann im Internet recherchiert, was es sonst noch gibt und sind dann auf einen jungen Mann gestoßen, der Tischtennis gespielt hat. Und dann haben wir da im Internet nochmal näher geforscht und nachgeschaut und eben herausgefunden, dass es diese Ping-Pong-Parkinson-Tischtennis-Community gibt. Und dass sie ziemlich nützlich sein soll. Und von da an haben wir uns gedacht, das können wir auf Malta auch. Jetzt gingen wir eine Person los, ganz langsam, dann waren wir 3, dann waren wir 5, jetzt sind wir mittlerweile schon 12. Die trainieren alle bei mir im Club. Und ja, ich mache es, weil ich einfach sehe, wie gut es den Leuten gut, wie sie die Vorteile dieses Sports für sich rausziehen. Ich kann spüren, dass sie da mit Leidenschaft dabei sind. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie positiv die Menschen sind und sie Spaß am Tischtennis haben. Dass das Training ihnen so hilft, das ist einfach klasse. Und dass diese Community gibt, ist einfach eine tolle Geschichte. Und ich möchte einfach dafür sorgen, dass die Leute mit Parkinson auf Malta so gut wie möglich ihre Trainingsmöglichkeiten wahrnehmen können oder eben trainieren können. Hast du eine Trainerlizenz? Ja, ich bin offizieller Coach und lerne momentan viel über Tischtennis und Parkinson und bin da noch am Lernen und Machen. Und aber es gibt, Ping-Pong Parkinson ist so gut vernetzt und das ist so ein gutes Supporter-Netzwerk. Man kann sich da viel austauschen mit anderen und Ideen sich holen oder auch Ideen weitergeben. In Deutschland haben wir ein System im Gesundheitssystem, das nennt sich zum Beispiel Reha-Sport und da kann man zum Teil auch schon Tischtennis spielen. Wie ist das dann auf Malta? Ist das da auch so, dass da Tischtennis gegen Parkinson schon irgendwie im Gesundheitssystem involviert ist?
Bei uns gibt es das System nicht so. Bei uns kann man in die großen Firmen zum Teil Sport treiben, da kann man Tischtennis spielen, aber die meisten, die am Parkinson erkrankt sind, kommen eher aus kleineren Firmen oder eben nicht aus diesen großen. Und da gibt es eben diese Möglichkeit nicht. Aber das kostet doch sicher auch etwas bei euch, oder? Ja, natürlich müssen wir etwas verlangen, aber es ist nur eine Kleinigkeit, die wir verlangen. Es sind ja Kosten da trotzdem, die wir ausgeben müssen. Die Miete, der Strom, die Heizung muss ja doch auch bezahlt werden. Aber es ist wirklich nur ein kleiner Teil, den wir von den Leuten da nehmen. Play a lot of games and didn't saw the harvest big, but I saw today when your team lost in a 5-set match, and and how was this for you? So to compare it, when you see when you describe. Wie ist das denn? Ich habe heute mitbekommen bei den Spielen habt ihr dann im Doppel verloren im fünften Satz und ziemlich knapp. Und es war dann doch sehr emotional. Wie geht man denn als Trainer damit um, mit so einer emotionalen Geschichte? Ja, es war wirklich sehr emotional. Ich habe wirklich sehr emotional reagiert, weil ich eben auch weiß, wie die gekämpft haben, wie sie dafür gearbeitet haben. Und wie sie auch schon gewonnen haben, und dann so knapp zu verlieren, es ist schon, ja, es war sehr emotional. Ja, ich stand da in meiner Coaching-Zone und es war wirklich sehr emotional, dass das Ganze auch so knapp ausging. Aber die ganzen Leute, die drumherum waren, das war so ein toller Moment dann auch trotzdem. Die ganzen Nationen, die uns angefeuert haben, die zu uns gestanden sind, es ist einfach unbeschreiblich und das ist Ping Pong Parkinson, das macht es einfach aus. Ja, das ist Ping Pong Parkinson. Ja, und das ist das, warum die Leute eben hier sind. Etwas für ihre Gesundheit zu tun, diese sozialen Kontakte zu knüpfen und beizubehalten. Ja, das ist eben das, warum die Leute auch hier sind. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, es besteht die Möglichkeit, dass wir auf Malta eine Weltmeisterschaft spielen können? Ja, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass Malta ein Weltmeisterschaftsaustragungsort wird. Wir haben das intern bei uns schon besprochen, haben das jetzt auch schon im Gremium besprochen und werden jetzt nach Hause gehen, nach Hause fahren. Und wir werden unsere Hausaufgaben machen und dann denken wir mal positiv und sehen mal in die Zukunft und denken, dass es eine Weltmeisterschaft in Malta geben wird. Oh, schön, das freut uns. Und wir drücken alle Daumen, dass wir auf Malta eine Weltmeisterschaft spielen können. Wir würden uns freuen. Hallo! Die Rasenreporter sind unterwegs und los geht's! Hallo Micha. Hi Gunnar. Worüber hast du heute schon gelacht? Ach, über vieles, aber über einen schönen falschen Aufschlag von mir, der trotzdem erfolgreich war. Butter unter das Nutella oder nicht? Ja, klar, Butter. Dumm und sexy oder schlau und hässlich? Schlau und hässlich. Dann hast du das letzte Mal gelogen.
gerade eben. Kein Spiel mehr gewinnen und dafür bei allen beliebt oder jedes Spiel gewinnen und keine Freunde? Ich bin Herdentier, Freunde. Welches Tier wärst du? Ein Weißkopfseeadler. Vervollständigen Satz. Wenn ich du wäre? Wenn ich du wäre, dann würde ich so bleiben, wie du bist. Wenn du ein Tee wärst, nach was würdest du schmecken? Earl Grey, bitter und süß mit Milch. Hast du einen Spitznamen? Viele. Micha, Mieke, Lon, Micha, Michi. Okay, Michi, zeig uns dein Gesicht, wenn du hier eine Medaille geben würdest. Spaß haben wir den ersten Sätzen. Und Spaß haben. Den ersten Sätzen nicht. Hallo, Holger. Hallo, Gunnar. Worüber hast du heute schon gelacht? Über meine Tochter. Die hat gerade den Zug verpasst. Mit der habe ich telefoniert. Darüber kannst du lachen, ja? Ja. Okay, sehr schön. Ersten Tag im Studium und sie verpasst gleich den Zug. Kommt zu spät in die erste Vorlesung. Butter unter das Nutella oder nicht? Butter? Unter das Nutella? Nein. Nein. Dumm und sexy oder schlau und hässlich? Schlau und hässlich. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Heute Morgen. Kein Spiel mehr gewinnen, dafür bei allen beliebt oder jedes Spiel gewinnen und keine Freunde? Kein Spiel mehr gewinnen. Welches Tier würdest du sein, wenn du dich beschreiben müsstest? Wenn ich es beschreiben müsste? Wenn du dich beschreiben müsstest. Welches Tier ich dann wäre? So ein aufgeregter... Hier so ein Dachs aus so einer Zeichentrickserie, der die ganze Zeit nur rumflippt und immer nur Blödsinn im Kopf hat. Cool. Vervollständigen Satz. Wenn ich du wäre? Wenn ich du wäre? Dann würde ich mich beeilen, weil ich will wieder in die Halle. Wenn du ein Tee wärst, nach was würdest du schmecken? Nach Honig, nach irgendwas Süßem. Hast du einen Spitznamen? Ja, ein Schulfreund nennt mich Humus, warum auch immer, weiß ich nicht. Und Holly Bolly, der eine oder andere, sonst nicht. Sehr schön.
Zeig uns dein Gesicht, wenn Thorsten Boomhaus hier Gold gewinnt. Wenn was? Wenn Thorsten Boomhaus hier Gold gewinnt. Danke, Holger. Bitteschön. Gunnar. Der Burner, nimm das mal bitte. Ja. Liebe Elke, ja. Du hast heute Nachmittag die Singles gerockt. Ja, hab ich. Aber sowas von. Ja, ich war auch irgendwie selber geflasht hinterher. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich 2-0 zurückgelegt habe. Wie Phönix aus der Asche. Ja, Wahnsinn, ne? Und ich bin wirklich glücklich, weil ich war vorher auch ein bisschen traurig. Ja. Weil ich ja im Doppel rausgeflogen das bin in den Mix. Und jetzt stehe ich unter den letzten vier im Damen-Einzel. Weltranglisten Nummer 5 abgeschossen. Nummer 5. Elisabeth Ildal. Ja, genau. Mhm. Und sie war nicht amused. I think so. Nee, so gar und nicht. Dann ging es gleich weiter, eine Japanerin. Ja. Madame Kani. Kani, ja, war auch nicht so einfach. Die konnte es auch echt gut, aber ich habe Mittel gefunden, Gott sei Dank. Ich hatte auch ein paar super Coaches bei mir an der Seite. Ohne die geht es natürlich dann auch nicht, ne? Und gibt es noch einen Geheimtipp? Einen Geheimtipp? Ja. Wie meinst du jetzt? Platte treffen ist immer ein guter Plan. Platte treffen ist gut. Schläge geschlossen halten und? Genau. Und für alle Notfälle? Und ich finde immer mutig sein ist auch mutig Ziel, sein. Ne? Mhm. Da kannst du dich nicht tarnen, das ist hier nicht der Stuhl. Ja, wen haben wir denn da? Schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Herr TB aus N, hallo. Was sagen Sie zur Musik? Ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt. Wir waren immer in Österreich im Urlaub und da mussten wir immer zu Tiroler Abenden und das war genauso grausam. Was hilft? Ich glaube, das ist eine Geschäftsstrategie. Getränke müssen gezahlt werden und es gibt grausame Musik. Ja, das kann sein. Aber die ist gut, die Stadt. Das ist heute der erste Abend, an dem ich mir wünsche, ich wäre taub. Aber komm, der Saxophonist war nicht schlecht. Ja, aber nein. Dann ist die Soundanlage im Kinderzimmer, Abstellraum. Und auch der Saxophonist war nicht schlecht. Aber du bist zu jung für deine Krankheit. Ja, das stimmt wohl. Das macht die Musik nicht besser. Nee, aber vielleicht finden das ältere Leute besser als du. Wir müssen eine Petition starten. Die jungen Wilden möchten andere Musik. Ja. Und die etwas älteren Wilden möchten das auch. Ja, ich glaube, ich bin noch jung. Ja. Wir müssen die Parallelparty suchen. Ich wollte das Mikro gar nicht. So, und jetzt für Sie heute live im Ping-Pong-Park in Deutscher Magazin. Thorsten und Holger als Schubladler. Üst wie drü. Ja, das kann er also auch nicht. Hallo, wer ist denn da? Gib mir ein E. Gib mir ein I. Y.
Gib mir ein Strupp. Was heißt das? Eistrupp. Schönen guten Abend. Ah. Endlich mal gute Musik in diesem Etablissement. Ich schaue hier so rum und quatsche die Leute an. Ja. Ja. Nein. Das habe ich nicht vergessen. Da brauche ich noch ein Weltmeister-Autogramm. Möchtet ihr noch ganz kurz jemanden grüßen? Ich möchte jemanden machen. Hallo Mama, ich hoffe, es geht dir gut. Ist es jetzt live? Nicht live. Sven hat es in der Hand. Ach, und dann machen wir das später. Da bin ich schon wieder zu Hause. Mama, du bist die Beste. Ja. Ihr könnt alle grüßen. Hallo, ihr könnt auch was singen. Warte. Sehr, sehr, ja. Lieber Papa. Hör mal ganz dazu. Mein Papa wird heute 84 Jahre alt. Happy Birthday, na klar. Mein Papa heißt Günther, ja. Günther, ne? Okay. Na also. 1, 2, 3. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Günther. Happy Birthday to you. Hey. Hoch soll er leben, dreimal hoch. Oh, Papa, alles Gute, alles Gute, Mutter. Ich liebe dich über alles, denk daran. Ne? Yes. Bis bald. Hallo Marcel, wir grüßen dich, der beste Trainer überhaupt, und danke für deinen Support. Hey ho, Applaus für Marcel. Soll ich euch was Tragisches erzählen? Die Kamera war nicht an. Again what learned. Yes. Wo fängst du an wieder? Also was, mit wem spielst du noch im Doppel? Mit der Annette Otto. Und ja, dafür, dass wir nicht lange miteinander spielen oder erst zweimal miteinander gespielt haben, weil das ganz gut klappt, sind wir weiter. Klasse? Klasse 3. Mega. Sehr gut. Ja, dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Ich hoffe, du bist morgen genauso raufkatzenartig unterwegs wie heute. Sag mal. Zeig hier eure Füße. Die Schuhe sind mega. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. So, Thomas. Und ich bin Wunder für Wunder im Mixed-Doppel im Halbfinale gekommen. Ja. Klasse 3 in der Runde, wo man getröstet wird. Sehr gut. Mit wem spielst du? Mit der Ballerina hier, mit der Wotzi. Genau. Na wunderbar. Macht immer eine gute Figur. Hallo, Henrik. Ich liebe Sie. Hallo, herzlich willkommen im Ping Pong Parkinson Deutscher Magazin. Holger. Hallo. Unglaublich, was die Leute für Klamotten haben. Ist das jetzt 3D? Guckt euch mal diese Stühle an. Ich habe mein Hemd kopiert hier. Warte mal. Ist ja unglaublich. Wie ein Chamäleon. Frechheit, oder? Ja. Ich habe den Ständer verloren. Ich habe Millionen investiert in die ganzen Stühle hier, damit die so aussehen wie mein Hemd. Darf ich dir was sagen? Ja. Es wäre besser gewesen, ich hätte ein bisschen was in die Musik investiert. Möchtest du uns was singen? Lieber nicht. Unter Rücksichtnahme auf die Zuhörer. Ich glaube nicht, dass sie es stören würde, denn ihr hört hier nichts außer Saxophon. Aber ich finde die Musik gar nicht schlecht bisher. Ich bin raus, glaube ich. Ich glaube, er wird dafür bezahlen. Das Mikro war gar nicht an. Nein. Berlin, sie ist aus Berlin. Hallihallo, Sandra. Hi. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Sehr gut. Zweiter Tag? Ja. Genau. Lief nicht so rund, aber hat Spaß gemacht. Ja, du stehst vor einer besonderen Herausforderung, oder?
Oh ja, ich liebe Herausforderungen. Und bist du mit dem Rolli unterwegs? Genau. Ja, die Beine wollen nicht immer so, wie ich will. Und ist halt ein unterstützendes Stück, was genau hin und wieder hilft. Genau. Was möchtest du denn den Krankheiten sagen? Den Krankheiten? Ja. Fickt euch. Ja, genau. Wir haben nämlich gehört, sie wollte schon immer mal im Mittelfinger in die Kamera zeigen. Alles klar. Also die Stimmung passt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Genau. Bei der Gesellschaft sowieso. Ein Gruß auch an den Kameramann. Hi. Du bist auch toll. Wie gefällt es dir denn bisher? Sehr gut. Also das Event ist super organisiert. Mhm. Die Eröffnungsfeier war super schön mit Gesangseinlagen und Politikern. Und die Präsidentin konnte leider nicht da sein, weil sie in Berlin war für andere wichtige Dinge. Ja, und wir sind alle oder fast alle in einem super Hotel untergebracht. Es ist viel Gemeinschaft. Mhm. Und Lasco ist ein wunderschöner Ort, also ja. Sehr schön. Das Spiel macht Spaß. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Möchtest du denn noch irgendwas gerne loswerden? Irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Ihr seid alle toll. Okay, und reden wir noch ein bisschen über die Damen? Die Damen? Die Damen, ja, wir möchten den Damen mal eine Bühne bieten. Okay. Ja, ich glaube, ich bin da. Na, wie ging es denn am ersten Spieltag? Im Damen-Doppel habe ich mit meiner Partnerin Lucy gespielt. Wir wurden ja letztes Jahr Vize-Weltmeister. Wow. Deswegen mussten wir dann dieses Jahr in der ersten Klasse antreten. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, aber nicht gereicht. Es gab neue Erfahrungen. Auf jeden Fall. Ich weiß, wieder mal eine Herausforderung. Wie kamst du denn mit der späten Zeit zurecht? Das war ein bisschen doof. Ja. Schwierig, ne? Lieber morgens, damit ich noch fitter. Mhm. Ja, aber es kommt, wie es kommt. Es kommt, wie es kommt. Alles klar. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Jemanden grüßen? Alle, die ich kenne, die mich kennen. Auch mein Sponsor Hempel, Gesundheitspartner aus Berlin. Die haben mich jetzt bei dem Turnier gut unterstützt. Mhm. Und unterstützt mich auch sonst. Super. Genau. Und Freunde und Familie, die ganze PPP-Gemeinschaft. Alles klar. Danke. Und morgen geht's weiter mit? Mixed. Zusammen mit dem Wolfgang. Dann Klasse 2. Mal schauen, was wir... Hau das weg. Wir hauen sie weg. Ja. Mike Kühlmann, boah. Was sagst du als Außenstehender zum Tischtennis? Ja, ich habe ein Hoch, Hochhaus gesehen. Was ist das für eine Frage, Lars? Ein paar Worte zum Tischtennis-Turnier. In Lasco, nicht Lasco, in Lasco. Es war mal wieder wundervoll, die alten Freunde wieder zu sehen, weil eins meines Herzens sind alles Freunde. Es ist alles immer so schön, weil alles, alle haben das Schicksal, alle haben dieselben Probleme, jeder schätzt sich, jeder hat Verständnis für einen. Man kann einfach mal so sein, wie man kann es so geben, wie man es gerne möchte. Ich bin einfach dankbar, dass ich diese Ping-Pong-Parkinson-Familie habe.
Und ich sag mal, das größte Beispiel ist, glaube ich, für uns alle, Anke Leidenberger, wie sie freut, wenn sie einen Punkt macht, die tanzt am Platz, wie sie ihre kleine Nadine dann küsst, die da mit am Platz ist. Die küsst sie auf die Wange, auf den Mund, überall, was im Gesicht näher ist, wird abgeknutscht. Das ist so schön, das zu sehen, wie lebensfreudig die Menschen hier einfach nur hier sein wollen und alle zusammen an einem Ort sich darauf freuen. Und die Zeit geht leider so schnell wieder vorbei. Das ist unglaublich schade, aber man kann wieder die ganze Kraft aufsaugen, die man braucht für den Alltag. Und das Event kommt bestimmt bis in Oldenburg, vollkommen noch Eis rum oben. Und es ist immer nur schön, dass man dazugehören darf. Und ich bin immer wieder beseelt, wenn ich hier weggehe und wegfahren muss. Und bin immer nur dankbar, dass ich diese Familie habe. Und Dankeschön. Auch für dich, Lars. Volker, du siehst so gut aus. Einfach vorne zum Turnier. Ja, hochklassiges Tischtennis. Zwar nicht von mir, aber von den anderen. Und gerade in den Finalspielen unglaublich super gut. Ich genauso. Die Tage hier insgesamt war Doten 1 bis 6, mal ganz kurz sehen, wie du gefühlt hast. Na, also von den umgebenden Leuten auf jeden Fall eine 1. Und insgesamt das Ambiente auf zumindest eine 2, wenn nicht eine 2 plus. Klasse, wunderbar. Das war jetzt dein zweites großes Turnier, wenn ich nicht richtig erinnere. German Open war das dritte schon. Das vierte, genau. Du warst da schon. Ich bin Düsseldorf und Wels dabei, ja. Genau. Und als großes Turnier würde ich natürlich auch Eisdruck. Wie hieß es? Der ist bestochen, der Beste. Die Top 15 war das. Top 15. Da warst du zu eingeladen, genau richtig. Ja, wenn ich auch überfordert war. Das würde ich jetzt nicht behaupten wollen. War ein tolles Turnier, Anfang Januar mit 15 tollen Spielern, fand ich jedenfalls. Ja. Und wurde auch dort sehr gutes Tischtennis gezeigt, finde ich. Auf jeden Fall. Wunderbar. Also wenn ich das mal so höre von dir, Volker, Resümee positiv. Das Resümee von Ping Pong Parkinson allgemein, seitdem ich damit in Kontakt gekommen bin, ist durchweg positiv. Das hat mich auch wieder richtig zum Tischtennis zurückgebracht. Das freut mich. Danke für die Worte. Das Mikrofon. Ich wusste ja, dass das Mikrofon ist. Heiko, sag was zu Turnier, zu dem Gefühl, zu deiner Medaille und so weiter und so weiter. Ja, dann fangen wir doch mal an. Das Turnier fing schlecht an. Es wurde besser, es wurde noch besser. Es hat viel Spaß gemacht. Es hat zu Medaillen geführt. Ich bin 800 Kilometer gefahren, um nicht einmal, und das ist noch nie passiert, gegen Thorsten Flüß zu spielen. Egal ob im Einzel, Doppel oder Mix. Habe ich ein bisschen vermisst. Vor allem nach den letzten German Open hätte ich es gerne nochmal gemacht. Aber es waren trotzdem wieder viele tolle Begegnungen dabei und auch Begegnungen außerhalb der Tischtennisplatte, die ja auch bei solchen Veranstaltungen immer ganz enorm wichtig sind und zum Wohlsein beitragen. Ich freue mich auf die nächsten Zusammentreffen. Es muss nicht immer so ein großes Turnier sein. 300 Leute ist schon wirklich sehr viel. Es dürfen auch etwas kleinere sein. Ein Race oder mit 12 oder 18 Teilnehmern ist auch eine schöne Geschichte. Oder vielleicht 50, 60, 70 Teilnehmer, 300 finde ich bald schon ein bisschen, man kennt ja gar nicht mehr alle. Man kann nie mit allen sprechen, kommen nie mit allen zusammen. Egal. Wir werden das schon hinkriegen und ich freue mich auf mehr. Von euch, von dir, von uns. Wir machen das. Heiko. Wir kämpfen weiter. Ich habe dir die Worte schon gegeben. Alles Gute für dich. Dankeschön. Ich möchte von dir nur ein paar Wörter hören zum Turnier, wie es dir geht. Und ein paar Worte zu deiner Frau. Ein paar Worte zu meiner? Zu deiner Frau. Zu meiner Frau. Also fangen wir mit meiner Frau an. Das ist die beste Person, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ja! Und sie ist gigantisch gut dabei und zieht voll mit. Und interessiert sich auch fürs Tischtennis und spielt jetzt auch schon selber Tischtennis. Also das ist
Das ist genial. Weniger genial war mein Erfolg hier in Lasko, weil ich habe von 10 Spielen vielleicht 7 Spiele 3-2 verloren und alle 5 Satzmatches verloren, Matchbälle vergeben, en masse mindestens 10. Aber was gut war, hat mein Vorredner auch schon erwähnt, man hat wieder viele Kontakte geknüpft und der Umgang miteinander war mit kleinen Ausnahmen wirklich sehr herzlich. Und von daher war es ein voller Erfolg. Ich danke dir für die Worte. Jetzt bin ich dabei. Ein paar Worte zum Turnier und vielleicht noch was zu Joachim Ney. Ja, also ich fand es auch sehr toll hier. Manche sagen, na gut, vielleicht ein bisschen anders organisiert sein können. Was ich jetzt ein bisschen zu kritisieren habe, das ist, dass die Frauen-Herren-Finals gleichzeitig stattgefunden haben und dann konnten wir gar nicht sich auf eins voll konzentrieren, weil man ja eigentlich wollte mehr beide sehen. Aber sonst fand ich alles toll und ja, also die ganze Atmosphäre hier, das Hotel war schön und dass man ja so viele Leute kennengelernt hat, fand ich eigentlich auch echt toll. Ja. Entschuldigung, jetzt bitte. Es war ein einigermaßen erfolgreiches Turnier, nachdem wir am Einzel Platz 5 bis 8 belegen konnten. Lief es im Mix besonders gut. Ich konnte dort das Halbfinale erreichen in der Consolidation-Gruppe. Und im Doppel haben wir den Viertelfinale erreicht. Es ist auf jeden Fall erfolgreicher als in Wels. Gut. Und drumherum? Drumherum war es perfekt. Gute Freunde kennengelernt. Viel Spaß gehabt. So muss es sein. Schwenk immer rüber. Willst du noch was sagen? Ich habe mein Interview schon mal gegeben. Was soll ich jetzt sagen? Wunderbar war es wieder. Wunderbar war es wieder. Das ist mehr als alles. Also, ja. Was wir hören wollen. Viele Bekannte wieder getroffen. Wunderbar. Mensch, perfekt. Ja, kannst du gleich laufen lassen. Hast du links oder rechts? Bleiben wir so stehen, wie wir sind, oder? Ja. Ein bisschen näher zu mir. Genau. Hallo. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? So. Muss ich irgendwas tun? Wir haben das nur quasi, als, dass es schön ausschaut. Als Attrappe. Als Attrappe. Sollen wir das? Achso, ist das beidseitig? Wir waren clever. Achso. Das muss ja gut ausschauen. Ne? Genau. So. So. Na, die ist echt schwer. Die kannst du an der Schlange damit. Ganz an der Schlange. So, was will ich denn eigentlich fragen? Soll ich erwähnen, dass wir in Rummelsberg sind? Oder soll ich, wenn man gut mal sieht, eigentlich aufgrund der Gegebenheit, weil es ja beim letzten Mal auch schon so da gewesen. Ne? Ah, ja. Hoher Besuch in Rummelsberg. Genau. Hoher Besuch. Dann fangen wir an. 3, 12, 18, 27. Ja, ich grüße euch hier aus Rummelsberg, oder wir grüßen die Kate im Hintergrund und ich im Vordergrund. Tada! Ja, wir sind mal wieder in Rummelsberg beim Training gewesen und wir hatten heute hohen Besuch beim Training. Einen Ehrengast, der sich gedacht hat, er schaut mal vorbei, fand die drei super. Und zwar der Andi Strubel aus Zirndorf und spielt aber für die 48er Schwabach, da wo auch meiner einer spielt und die Kate spielt. Und der Andreas, ihr seht schon am Outfit, war bei der Weltmeisterschaft dabei. Und Andi, es war deine erste WM oder dein erstes großes Turnier als Parkinsonler. Du hast ja früher schon mal gespielt. Wie ist es denn gewesen auf so einem großen Turnier? Hallo Sven. Ja, es war einfach gigantisch, die ganze Sache. Also ich habe mir das nie so groß vorgestellt, okay. Also gegen so viele andere Nationen zu spielen. Also es war echt wirklich ein Erlebnis. Okay, ein Erlebnis. Ja, es ist schon ein Stück weit komisches Gefühl oder ein aufregendes Gefühl, da einzulaufen unter anderen Nationen. Wie hast du dich da gefühlt? Also sehr geehrt, sagen wir es so. Oh, okay. Also es war wirklich, wirklich ergreifend, das Ganze. Also muss ich schon sagen. Also es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung.
Das ist schön, das hört man ja gerne. Ich meine, es ist, wir können es ja bestätigen, es ist wirklich toll, es ist eine deutsche Meisterschaft oder eine Weltmeisterschaft. Oder auch die Stadler Cups, die auch schön sind. Aber so international spielen, das ist schon mal eine andere Hausnummer, ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe schon einige Turniere gespielt in meiner Laufbahn, aber das war schon einfach die Krönung, kann man sagen. Oh, die Krönung, sehr schön, die Krönung. Wie ist es denn, gegen andere Nationen zu spielen? Es ist ja mit der Verständigung nicht immer so einfach. Klappt das dann trotzdem oder wie ist es auf so einem internationalen Turnier? Ja, also es funktioniert meistens dann über Englisch oder dann über das klassische Hände und Füße. Hände und Füße, Hände und Füße, das klassische Hände und Füße. Der Frank ist halt Hände und Füße, für die Norddeutschen Hand und Fuß. Müssen ja ein bisschen translaten. Was haben wir denn noch? Kelly, was können wir noch fragen? Das kommt nachher. WM, der Gesamteindruck, ich meine, man ist vorsichtig ein bisschen aufgeregt. Der Gesamteindruck an sich, bist du jetzt im Nachhinein froh, dass es rum ist oder möchtest du morgen gleich wieder hinfahren? Also am Anfang, wie ich hingefahren bin, habe ich mir da gedacht, was soll ich jetzt eigentlich hier? Es irgendwie kam mir immer etwas fehl am Platze vor. Okay. Aber jetzt dann nach der Woche wäre es eigentlich ganz gut, wenn es wieder weitergehen würde. Okay. Ja, du hast ja auch was mitgebracht aus Laško in Slowenien, und zwar hat es um den Hals baumeln. Und zwar hat er es tatsächlich geschafft, bei der ersten Weltmeisterschaftsteilnahme auch gleich Bronze im Doppelzimmer mit dem Alexander Meister. Bronze, was sagst du dazu? Hättest du damit gerechnet, überhaupt irgendeine Medaille zu holen, dass du sagst, ich bringe was mit nach Hause? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin jetzt eigentlich ohne Erwartungen hingefahren und wollte eigentlich nur schön spielen und zumindest ein, zwei Spiele gewinnen. Aber dass das jetzt so dann, dass ich jetzt mit dem Resultat nach Hause komme, ist natürlich die Krönung. Ne? Da kann man schon stolz sein, ne, glaube ich. Ja, bin schon, ich auch. Also das glaub ich, dann, ja. Man braucht dann ein paar Tage, bis man das Ganze realisiert hat und bis sich das gesetzt hat, was man da geleistet hat. Aber jetzt halt mittlerweile, also ich bin echt froh, dass ich das so ausgegangen ist. Schön, ja, es ist, da kann man auch stolz drauf sein. Es ist ja nicht gerade ein Gradlers-Turnier, sondern es ist ja eine Weltmeisterschaft und dann gleich eine Medaille mit heimbringen, da kann man mit Recht auch stolz sein. Und ja, das ist schön. Ja, Andreas, noch kurz, generell, jetzt sind wir hier in Rummelsberg, du hast heute hier mal mittrainiert, du hast mal gesehen, wie das hier so abläuft. Was sagst du denn zu der ganzen Aktion mit Kooperationskliniken und jetzt auch hier das Training, so als Außenstehender? Ja, also ich finde es eigentlich recht gut, also dass das hier mit angeboten wird. Ich meine, wir wissen ja selber aus eigener Erfahrung, dass dieses Ping-Pong-Parkinson eigentlich da wirklich was hilft und dass die Leute befreit auch aufspielen und ihre Krankheit vergessen dann an der Tischtennisplatte. Ja, ja. Ich meine, du hast ja auch selber gesehen, du hast ja auch gegen einige gespielt heute, die sich gar nicht mal so deichert, ich bin schon wieder im Fränkischen, die sich gar nicht mal so schlecht angestellt haben. Waren ja welche dabei, wo man gesagt hat, die könnten gleich mitfahren zur WM, ne? Also waren schon gute dabei. Ja, es waren schon einige Talente mit dabei, also wer ist zumindest ausbaufähig. Ne? Das ist gut, das ist richtig, ja. Andi, dann danke ich dir fürs Interview, für die Zeit, dass du hier mal dabei warst und nochmal Glückwunsch offiziell auch zur Bronzemedaille. Und das nächste Turnier steht ja an, beziehungsweise wenn das, ja doch, das, die Sendung kommt ja, die Sondersendung kommt ja vor dem nächsten Turnier, und zwar ist das der Deutschland Cup in Dorsten, da bist auch du dabei. Jawohl, genau, freue mich schon drauf. Das wird bestimmt schön, da reisen wir als Team Schwabach an und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, dann danke ich dir und wir sehen uns dann in einer Woche an den Tischen in Dorsten. Jawohl, vielen Dank, Sven. Passt das? Gut. Perfekt. Passt, dann können wir wieder ausschalten. Sehr schön. Genau, der Rote war es, ja. Ja, das war es auch schon wieder. Das war der Bericht aus Slowenien, aus Laško. Und man muss sagen, die Bilder eindeutig zeigen ja, wie toll das da war, die Atmosphäre und auch die Stimmung. Muss schon riesig gewesen sein. Und ich schon, ne? Also, ja, und die Halle, was ich ja gesehen habe auf die Bilder und Videos, das ist ja, die muss ja gigantisch gewesen sein. Also war echt neidisch. Ja, da kann man nur neidisch zugucken. Wir waren nicht dabei, aber wir geben uns Mühe, dass wir nächstes Mal, wo auch immer sie dann ist, dabei sein werden. Ja, wie gesagt, das war es schon fast, denn jetzt kommt noch das Gewinnspiel, was wir vorhin schon angekündigt haben. Und dazu möchte die Kate euch eine Frage stellen. Wie oft wurde in den Face-to-Face-Videos gesagt, dass man gerade eben gelogen hat? Das ist die Frage an euch. Genau, das ist die Frage. Und jetzt dürft ihr euch den Sums nochmal von vorne anschauen. Viel Spaß dabei. Was gibt es zu gewinnen eigentlich? Ja, genau. Es gibt ein 2-Set Christbaumkugeln für euch. Ja, dieses Set ist ein Ping-Pong-Pang, so ein Christbaumkugel-Set. Und das ist exklusiv. Das gibt es nirgends zu kaufen. Ja. Ne? Mhm.
Und da könnt ihr noch zusätzlich, wir haben es auch jetzt eingeblendet, wie es ausschaut, da könnt ihr noch drunter entweder euren Stützpunktnamen haben oder eben eure persönlichen Vornamen, euren Spitznamen, wie ihr das möchtet. Das schreibt ihr einfach dann, wenn ihr die Antwort schreibt, die hoffentlich richtige Antwort, wie oft denn die Leute gerade eben gelogen haben, schreibt ihr das mit in die E-Mail und diese E-Mail schickt ihr dann bitte an sven@pingpongparkinson.de. Und ja, das Los gewinnt, wie man so schön sagt. Also wir werden dann auslosen, wer der Gewinner ist. Und wichtig ist, wie gesagt, schreibt mit rein, ob ihr die Kugeln so haben möchtet, wie sie sind, ohne irgendwas drauf zu stehen, oder ob der Stützpunktname mit drauf soll, oder ob dann irgendwas Persönliches mit drauf soll. Es sollten natürlich jetzt keine 28 Buchstaben sein, weil die Kugel ist endlos, die ist nicht endlos, die ist irgendwann mal zu Ende im Umfang. Und ja, genau. Sonst haben wir eigentlich nur noch jetzt den Ausblick auf die Ausgabe Nummer 12 dann. Genau. Eine reguläre Ausgabe, das wird auch eine Weihnachtsausgabe werden. Unter anderem erwartet euch in Ausgabe Nummer 12. Ein Bericht aus Jüst von dem Trainingslager, von dem WM-Trainingslager, was dort stattgefunden hat. Dann haben wir einen Bericht aus Dorsten vom Deutschlandcup. Da sind wir auch mit dabei. Ja. Wir beide fürs mit noch drei anderen fürs Team Schwabach treten wir unter anderem an. Und haben natürlich die Kamera dabei, ganz klarer Fall. Und wir haben noch den Weihnachtsstarter-Cup in Harrislee. Da bin ich eingeladen. Die machen da einen Weihnachtsstarter-Cup und ja, da gibt es dann auch einen Bericht von. Und dann, ja, gucken wir mal, ob noch was kommt. Aber ich denke, es sind drei Themen, die abendfüllend sein werden, denke ich. Glaube ich auch. Und das erwartet euch dann in Ausgabe Nummer 12. Ja. Bis dahin wünsche ich euch jetzt dann noch viel Spaß beim Quiz. Beim nochmal angucken der ganzen Szene, damit ihr wisst, was ihr antworten müsst. Gut hinlauschen. Gut hinlauschen, genau, aufgemerkt, auf die Lauscher. Und ja, ansonsten war es das von hier aus dem Studio in Rohr in die große weiße Welt. Weiße Welt. Weite Welt. Weite Welt. Weil ja, die weiße Welt schneit noch nicht, aber in die weite Welt. Ja, dann sagen wir Tschüss. Ne? Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis gesund, sobald es geht. Vielen Dank, Starter Farm, für die Unterstützung.